Also das zweite Kreuz, das war ein bisschen schwieriger zu erraten, alles unter der Decke von unserem Weiher Altar. Nummer 3 ist in Möllenbach am Stadion. Nummer 4. Ja, die Nummer 3. Die Nummer 4 ist über unseren Beistuhl in der Weiher Kirche. Die Nummer 5 ist in unserer Sakristei hier in Weiher. Die Nummer 6, wo ist er? Ja, da oben. Die ist, das ist vor der Kirche in Möllenbach, bei den Bäumen da. Und Nummer 7, da oben, das ist auf der Kirche in Möllenbach, von einem Turm. Von der, hier steht schon Kirche in Möllenbach. Evangelische, habe ich eben erfahren. Ah, Nummer 7, ja. Nummer 8 ist bei uns im Weiher, wo jeder erraten haben. Nummer 9 ist in der Hauptstraße Möllenbach, bei der Abzweigung Obermumbach. Wo ist das? Hier, die Nummer 9. Die Nummer 10, hier oben, die ist hinten. Ne? Das ist dieses Weltjugendtagskreuz. Die Nummer 11 hier, die ist in der Kirche Mumbach. Die Nummer 12 hat keiner richtig geraten, auch nicht der Sieger. Ich glaube, 90% haben angegeben, Weltjugendtagskreuz Möllenbach, wo immer das auch sei. Also es gibt nur unser Weltjugendtagskreuz in Weiher, was die Nummer 10 war. Aber die Nummer 12, wenn jeder mal in die Bücherei gehen würde und sich ein Buch ausleihen würde und dann die Tür rausgeht, dann sieht man das Kreuz. Aber auch interne Büchereimitarbeiter haben das nicht gewusst. Das ist aber vergrößert, das ist so. Das ist nicht Originalgröße, das ist vergrößert hier. Das gibt es. Das ist vergrößert. Also da ist noch Übungsbedarf. Die Nummer 13 ist am Stausee beim Ortseingang Möllenbach. Hier. Nummer 14 da ist bei uns in Vöckelsbach am Friedhof. Nummer 15 hier unten, das ist das in der Schlesterstraße. Schlesia, das ist hier. Straße Möllenbach. Ich höre euch da hinten aus. Und die Nummer 16 hier ist in der Grundschule Möllenbach. Nummer 17, müsst ihr euch auch wieder kennen hier, ist am Flurkreuz in Weiher. Und die Nummer 18 hier unten, das ist in der Bahnhofstraße in Weiher, gegenüber von der Familie Kramlisch. So, jetzt haben wir mitbekommen, wo die Kreuze alle stehen. Jetzt kommen wir zur Preisverleihung. Wir verleihen nur an Preise an Besucher, die noch hier sind. Und deswegen müssen wir mit dem ersten Preis beginnen. Der erste Preis hat genau 16,5 richtig geraten. Nicht gewusst wurde die Nummer 12, die Bücherei und die Schlesierstraße. Da wurde nur Möllenbach angegeben. Aber es war halt an der Kreuzung zur Schlesierstraße. Und mit 16,5 richtigen Kreuzen hat der Richard gewonnen. Richard, komm nach vorne. So Richard, wir die Messdiener und die Pfarrgemeinde wollen dir einen Gutschein von der Gewerbevereinigung Möllenbach überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, ich gewinne für mein Vorderlande. Dein Siegerzettel wieder mitzunehmen. Aha, danke. So, aber der Richard war dicht gefolgt von einem Damenduo. Das Damenduo hat ganze 15 richtig. Ja, da war die 5 noch falsch. Das war, die 5 wurde auch ganz oft angegeben, Kirche Möllenbach, aber das ist in der Sakristei in Weiher. Und die das gemacht haben, die ist eigentlich auch relativ oft in der Sakristei in Weiher und müsste eigentlich das Kreuz kennen. Das ist nämlich unsere Hedwig zusammen mit der Marianne. Und die zwei Damen bekommen einen Büchereigutschein von uns.
Nein. Muss ich hier dann ein Buch aussuchen und dann den Gutschein einsetzen? Oh Gott, das hätte ich das bestätigen müssen.